Und dieses Buff-Food ist ja dazu da, dass es erstens natürlich unser Leben regeneriert und zweitens hat dieses Buff-Food, ja, es gibt quasi einen Buff, das kann ich eigentlich hier auch bei Atlas zeigen. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich hinlaufe. Alles klar, das passt soweit. Da, Berufe, Kochkunst. Gehen wir mal hier auf... ja, irgendein Beispiel hier auf Beweglichkeit, bla bla bla. Hier haben wir zum Beispiel... Ist das hier alles nur so niedrigstufig, oder? Standard-Buffs. 70. Ja, hier zum Beispiel diesen köstlichen weißen Fischschwanz. Ist jetzt ja nur beispielhaft gedacht. Das stellt im Verlauf von 30 Sekunden 96.000 Gesundheit und 96.000 Mana wieder her. Und wenn wir beim Essen 10 Sekunden sitzen bleiben, das heißt, wenn wir länger als 10 Sekunden essen, dann bekommen wir für eine Stunde 90 Willenskraft und 90 Ausdauer. Und dieses Buff-Food, das gibt's in, ja, 1000 verschiedenen Varianten. Es gibt Stärke, es gibt Trefferwertung, es gibt kritische Trefferwertung. Und pipapo, also es ist sehr wertvoll und sehr nützlich, auch Kochkunst hochzuskillen. Das werden wir eventuell auch machen. Allerdings, ja, weiß ich nicht, ob ich das live im LP machen werde oder offscreen, weil es ist absolut unspannend. Aber das werden wir dann sehen, wenn wir in, ja, jetzt auf jeden Fall werden wir es noch nicht machen. Sagen wir es mal so. Und wir sind schon auch fast an der Brücke. Und hier oben haben wir wieder ein Erz. Das nehmen wir natürlich wieder mit. Und ein Wolf. Oh. Mal sehen, ob wir unbeschadet an ihm vorbeikommen. Yeah. Merrily ist ein kleiner Fuchs. Die schafft es. Oh, und das erste Mal war jetzt in unserem Erzvorkommen ein Edelstein drin. Ein Schattenedelstein. Der ist noch sehr niedrigstufig, aber die kann man mit dem Beruf Juwelenschleifen zu nützlichen Sachen verarbeiten. Kann man zum Beispiel Ringe draus basteln, die uns wieder irgendwelche Werte geben. Zum Beispiel plus Stärke oder... ja, alles Mögliche halt. So, da vorne ist Wache Thomas auch schon. Oh, ich habe vergessen, meine Stoppuhr laufen zu lassen. So, alles klar. Ehre dem König. Wache Thomas, aktuelle Quests, weitere Sorgen. Ja, es haben sich Murlocs in und an den Flüssen und Bächen des östlichen Elven niedergelassen. Wir wissen nicht, warum sie hergekommen sind, aber sie sind aggressiv und zumindest halbwegs intelligent. Suche nach den vermissten Wachen. Vor ein paar Tagen haben wir zwei Wachen, Rolf und Malakai, losgeschickt, damit sie entlang des Flusses Nachforschungen anstellen, aber bisher sind sie noch nicht zurückgekehrt. Damit ich meinen Bericht fertig schreiben kann, muss ich wissen, was den beiden Männern zugestoßen ist. Sucht den Fluss in Richtung Norden ab und seht zu, dass ihr die Wachen findet. Oder ihre Überreste. Alles klar? Und er hat noch eine zweite Quest für uns. Grenzschutz, seid gegrüßt, Merrily. Je weiter wir uns von Goldhain entfernen, umso reizbarer sind die wilden Tiere. Und das Holzfällerlager des Osttals wird beinahe ständig von Wölfen und Bären angegriffen. Wir könnten hier draußen wirklich eure Hilfe gebrauchen. Alles klar, da kümmern wir uns auch drum. Und hier haben wir quasi so ein Wanted-Schild. Das ist wie im Wilden Westen. Da wird quasi, ja, angezeigt, wenn es einen Special Mob gibt, der quasi alle hier terrorisiert und, ja, um den wir uns kümmern müssen. Das heißt, an solchen Tafeln können wir auch Quests annehmen. Hier haben wir zum Beispiel die Quest Kopfgeld auf die Murlocs. Die Armee von Sturmwind hat ein Kopfgeld auf die Murloc-Lauerer und Murloc-Futterwühler ausgesetzt, die sich in Elven herumtreiben. Erlegt sie und bringt Wache Thomas ihre zerrissenen Murloc-Flossen, dann wird die Armee von Sturmwind euch ansehnlich belohnen. Die Murlocs haben am Steinhügelsee nördlich von hier ein Dorf errichtet und ein weiteres ihrer Dörfer befindet sich im Süden, wo der Fluss sich teilt. Alles klar? Und eine zweite Wanted-Quest, gesucht James Clark. Auf Geheiß der Armee von Sturmwind wurde ein Kopfgeld auf James Clark ausgesetzt. Clark wird gesucht wegen Raubes, Einbruchs, Brandstiftung und Mordes. Er wird auch verdächtigt, Brackbruns preisgekröntes Schwein Prinzessin entführt zu haben und versteckt zu halten. Haha, sehr geil, die wissen ja nicht, dass wir Prinzessin getötet haben. Oh, James Clark wurde zuletzt auf dem Weg zum Holzfällerlager des Ostteils gesehen. Führt James Clark der Gerechtigkeit zu und meldet euch dann bei Marshall McCree im Holzfällerlager des Ostteils. Alles klar. So, wir haben hier alle Quests angenommen. Und, ja, ich würde sagen, jetzt müssen wir mal gucken. Hier unten müssen wir Murloc-Flossen sammeln, die können wir aber auch hier oben sammeln und mit der anderen Quest verbinden, die es hier gibt, beziehungsweise die wir im Holzfällerlager bekommen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal ins Holzfällerlager. Mal sehen, den Streuner hier kann man mitnehmen. Muss ich nur mal gucken. Ich würde gerne... Kann man die hier einblenden?
Das können wir ausblenden. Das brauchen wir nicht. Einen Korb bekommen. Ich würde sagen, diese Osterquests werde ich nicht machen. Das ist jetzt nicht so wichtig. So, Grenzschutz können wir einmal einblenden. Hallo? Können wir das nicht einblenden? Verfolgen? Oder sind das schon zu viele Quests? Das können wir eigentlich wegmachen. Alles klar. Grenzschutz. Ziele 5. Dann würde ich sagen, können wir das hier wegklicken. Dann haben wir quasi hier die Questanzeige für die Streuner und die Bären, die wir töten müssen. Kann ich noch nicht. So. Ist noch nicht bereit. Hoffentlich kommen wir hier lebend raus. Der ist immer noch sehr hochstufig für uns. Donnerknall lohnt sich übrigens auch bei einzelnen Gegnern natürlich, wenn man genug Wut hat, weil die dadurch auch verlangsamt werden. So, nehmen wir ihn noch mit. Und hier vorne hätten wir auch einen Bären. Ich muss näher ran. Noch nicht. So, immer die anderen Gegner im Blickwinkel behalten. Dass wir uns nicht unnötig in Gefahr begeben. Sehr schön. 2 von 8. Ja, ich würde sagen, wir sammeln hier erstmal die Wölfe und die Bären ein. Ich bin außer Reichweite. Noch nicht bereit. So, ein bisschen weg, dass der hier nicht ankommt. Die Fähigkeit ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht tun. Na, aber wir verfehlen immer noch sehr stark. Noch nicht bereit. Beziehungsweise sie weichen aus. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Alles klar. Und dann nehmen wir mal den Bären mit. Und diese ganzen Tiere kann man übrigens häuten. Aber dafür bräuchte man Kirschnerei. Was wir nicht haben. Kann ich noch nicht tun. Wir könnten statt Kräuterkunde natürlich auch Kirschnerei lernen. Ist noch nicht bereit. Aber ich denke, wir bleiben bei Kräuterkunde. Kann ich noch nicht tun. Ich habe kein Ziel. So, sehr schön. Und dann nehmen wir ihn hier mit. Oh, da sind schon 2. Oder ist das einer? Doch, es sind 2. So, komm mal langgelaufen. Alles klar. Siegesrausch macht immer noch guten Schaden. Oh, wir haben ein Rezept gefunden. Pläne, kupferne Kettenweste. Ja, das sind so Random Drops. Das ist jetzt zum Beispiel für die Schmiedekunst. Die kann man im Auktionshaus auch gut verkaufen. Diese niedrigstufigen bringen jetzt nicht so viel Geld. Also hier steht dabei Verkaufspreis 25 Kupfer. Das ist quasi, wenn wir es an einen NPC, ja, an einen NPC verkaufen. Aber wie gesagt, im Auktionshaus könnten wir da eventuell sogar ein Gold rausbekommen. Oder so 50 Silber sowas. Das heißt, das werden wir auf jeden Fall auch ins Auktionshaus stecken. Yes. Das ist zu weit. Dann einmal an den Streuner. Und dann haben wir schon mehr als die Hälfte. Kann ich noch nicht tun. Noch nicht bereit. So. Kann ich noch nicht tun. Und ich würde sagen, wir machen dann im Norden weiter, weil es dort auch, ja, diese Streuner und die Wölfe gibt. Dann können wir uns auch erstmal die anderen Quests holen im Holzfällerlager. Da gab es, glaube ich, auch noch 2, 3 Quests, soweit ich mich richtig erinnere. Oh, hier haben wir ein Schaf. Liebe, Liebe, Liebe. Yeah. Sehr schön. Hier vorne haben wir schon eine Quest. Und unser Buff auf der Waffe läuft gleich ab. 6 Minuten ist er noch aktiv. Oh, hier haben wir ein Hühnchen. Hui, Liebe, Liebe, Liebe. So, Sarah Plöderwald. Feine Lederwaren. Die Schläger in Elvin tragen Leinenstoff, aus dem ich feine Lederwaren herstellen kann. Bringt mir Leinenfetzen und ich mache euch daraus etwas Nützliches. Ihr findet diese gesetzlosen Verbrecher in kleinen Lagern überall in Elvin. Alles klar? Und hier vorne haben wir noch eine Quest. Und einen Greifenmeister. Den schalten wir auch mal frei, dass wir da quasi hinfliegen können, wenn wir mal hinfliegen müssen. Hier hinten gibt es nämlich einen Reitlehrer, wo wir dann mit Level 20 vorbeischauen werden. Vorsteherin Raylan. Ein Bündel Probleme. Ich habe hier ein echtes Problem. Ich habe einen Liefertermin für eine Bestellung Holz und mir läuft die Zeit davon. Die Wölfe und Bären nördlich von hier haben meine Arbeiter von den Holzbündeln verjagt, die sie bereits gefällt hatten.
Ich habe bereits mit Stellvertreter Rainer darüber gesprochen, dass die Tiere entfernt werden müssen. Aber ich brauche jemanden, der das Holz für mich holt. Wenn ihr 8 Holzbündel für mich holen würdet, könnte ich den Termin vielleicht noch einhalten. Prima. Und der scheint schon aktiv zu sein. Alles klar, weil die haben ja, wenn sie nicht aktiv sind, so ein grünes Ausrufezeichen auf dem Kopf. Hui, ein Mops. Mei, das ist ja putzig. So, jetzt gehen wir mal rein. Ja, ein dicker kleiner Mops, wunderbar. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Alles klar, jetzt haben wir hier, glaube ich, alle Quests. Dann können wir hier nach Norden laufen und die ganzen Quests mal erledigen. Wir könnten natürlich auch mal fix das ganze Zeug verkaufen, was wir gerade nicht brauchen. So, mal sehen. Murloc-Flossen. Muschelfleisch werden wir im Auktionshaus verkaufen. Diese ganzen grauen Sachen können wir verkaufen. Alles klar. Und das Spinnenbein können wir verkaufen. Den Stoff behalten wir noch. Da können wir mit Erste-Hilfe-Bandagen draus basteln, womit wir uns auch heilen können. Erste-Hilfe werden wir dann auch lernen, sobald wir in Sturmwind sind. Und ansonsten können wir, glaube ich, nicht allzu viel verkaufen. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder 8 Plätze frei. Sieht sich. Und das sollte erstmal passen. So, hier hinten haben wir schon ein Holzbündel. Die leuchten wieder. Das hatten wir ja schon mal. Also Quest-Items, die am Boden rumliegen, die leuchten. So funkel, funkel. Twinkle, twinkle, little star. So ungefähr. Kann ich noch nicht tun. Noch nicht bereit. Kann ich noch nicht tun. Noch nicht bereit. Oh Mist, jetzt habe ich einen Ohrwurm. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder where you are. Yeah! So. Nummer 2, da vorne ist auch noch eins. Super. Wie viel brauchen wir? 8 Stücke, alles klar. Wir werden uns jetzt aber mal ein bisschen weiter nach Norden begeben. Weil es dort auch, ja, wieder Wölfe gibt. Beziehungsweise hier haben wir auch noch einen. Und Bären. Bären brauchen wir noch 4 Stück. Das heißt, da müssen wir jetzt mal gucken, wo wir welche herbekommen. So. Alles klar. Und dann haben wir hier noch ein Holzbündel und hier vorne direkt das nächste. Danach werden wir uns mal den Wolf hier vorne schnappen. Beziehungsweise, glaube ich, sogar davor, bevor unser Siegesrausch abläuft. Na, leider verfehlt. So, dann könnten wir den Buff auf unserer Waffe auch erneuern. Und bald sollte es auch eine neue Waffe geben, weil die haben wir jetzt schon seit Level 3, glaube ich. Die haben wir ja eine der ersten Quests bekommen. Aber da packen wir jetzt erstmal wieder so einen Schleifstein drauf. Ja, alles klar. Warum wird hier oben noch 2 angezeigt? Ah, jetzt 60 Minuten. Perfekt. So, nehmen wir noch ihn mit, oder? Brauchen wir den eigentlich noch? Gar nicht mehr, gell? Brauchen nur noch Bären. Alles klar. Da ist eine Kuh und hier sind ein paar Murlocs. Die werden wir uns mal direkt schnappen. Ich muss näher ran. Kann ich noch nicht tun. Nicht genug Ruhe. Noch nicht bereit. Die Fähigkeit ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht tun. So, ich gönn mir derweil noch einen Schluck Fanta. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Wunderbar. So, die erste zerrissene Murloc-Flosse. Prima. Dann nehmen wir ihn hier noch mit. Dann haben wir hier vorne noch einen Bären. Werden wir uns auch direkt schnappen. Na, wobei, der kann eigentlich jetzt schon ankommen. Deswegen laufen wir mal nicht weg. So, wunderbar. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht tun. Noch nicht bereit. Diese Fähigkeit ist noch im Moment fressen wir sogar gar nicht mal so viel Schaden. Kann ich noch nicht tun. Passt also ganz gut. So, hier haben wir noch 2 Holzbündel. Wie viel brauchen wir noch? Schauen wir mal. 2 Stück brauchen wir noch. Dann nehmen wir das noch mit. Und laufen wir mal außen rum. Ich bin außer Reichweite. So, hier vorne ist die nächste Quest, die wir abgeben können. Beziehungsweise
ja, den aktuellen Status erfahren. Das waren die zwei Soldaten, die seit ein paar Tagen vermisst sind. So, mal gucken. Ah, die sind nochmal auf dem anderen Ufer, alles klar. Schwimmen wir da mal rüber. Ach, die Anzeige hier oben ist übrigens die Atemanzeige. Das heißt, wenn wir unter Wasser sind, können wir 3 Minuten lang ohne Atem auskommen. Danach werden wir kontinuierlich Leben verlieren, bis wir halt irgendwann sterben. Okay, das hier schaut nicht lecker aus. Ja, denen geht's scheinbar nicht mehr gut. Mal gucken. Suche nach den vermissten Wachen. Vom Leichnam selbst ist nicht mehr viel zu erkennen, doch in der Nähe findet ihr ein Medaillon, in das die Worte Malachi Stone Soldat eingeprägt sind. Okay, gar nicht gut. Und hier fliegen sogar schon Fliegen rum. Uah, ekelhaft, ekelhaft, ekelhaft. Rolfs Schicksal. Als ihr die Gegend weiter absucht, findet ihr die Abdrücke von Füßen mit Schwimmhäuten, die entlang dem Ufer des Steinhügelsees nach Osten führen. In der Ferne könnt ihr im Osten gerade noch so ein Murloc-Dorf ausmachen. Ja, das hatten wir ja hier hinten schon gesehen. Vielleicht fand Rolfs Leben dort ein Ende.